Möglichkeit. Und es gibt hier zwei sehr schöne Aufzüge da hinten in der Ausländerbehörde. Zwei sehr schöne Glasaufzüge, aber leider steht dort ein Sicherheitsmann. Nur die Fete und das Erdgeschoss, die Fete und das Erdgeschoss sind freigegeben bei dem Aufzug. Bau 1980, oh, wie schöne Aufzüge da hinten im anderen Bauchschlüssel. Aber ich habe versucht, hier im Weg rübergeschossen, rüber zu gehen, geht nicht vom Bauchschlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich habe noch einen Aufzug gesehen, gefunden, laut dem Flugplan. Parkhaus darf man nicht ohne Parkticket reingehen. Von daher gehe ich hier rum. Da kommt man hier rum ins Einkaufszentrum. Hier sind wir bei Kick in Aufzug. Nein, oder nicht, sondern auf diese Rolltreppe und feste Treppe. Jetzt durch ein Einkaufszentrum. Das heißt, man kommt doch hier rein. Sollte man reinkommen. Leider ist das nicht so. Ich bin schon am Ende angelangt. Es besteht ja gar kein Zugang zum Aufzug. Oh Mann. Sehr schade. Da hinten bei der Ausländerbehörde. Da habe ich zwei Glasaufzüge gesehen, meines Wissens. Meine ich. Zumindest waren. Zumindest sind die Aufzüge. Haben die Aufzüge mindestens eine Glaswand. Schade, dass das WSZ nicht öffnet. Nee. Dass das WSZ nur ein reines Bürozentrum ist und kein Einkaufszentrum. Das ist so kein Einkaufszentrum. Wenn man mal Kick sagen auf dem oder irgendwo anders. Vielleicht können wir auch sie hier von draußen erkennen. Da eine stehen die Leute und da oben, das sind die beiden Aufzüge. Ich habe den Sicherheitsmann nicht gefragt, ob ich auch sonstweise reingehen darf, um den Aufzug zu filmen. Aber sie werden zu 50% werden sie Nein sagen. Ich kenne solche Sicherheitsmänner. Viele Sicherheitsleute hassen auch nämlich Aufzugsfilmer. Ich weiß nicht warum. Was haben Aufzugsfilmer getan? Ne, hier waren wir schon. Da kommen wir schon mal zurück. In meine Apotheke. Wir sind zurück. Gesundheitspsychologie. Ja, sehr. Und die Aufzüge im Gebäudeinneren sind wohl nicht mehr zugänglich. Mindestens für die so Kunden, da die von außen gesperrt sind. Verschlossen sind. Das heißt, man kann nicht mal an die Tür. Der Treppenhaus, da waren wir. Da ist auch eine Volksbank irgendwie. Ah, nee, das ist ein bisschen. No.
Und das war's auch schon mit dem Video hier vom Aufzug hier in hier aus Herne-Wanne. Hier vom WSZ Wanne-Einkaufszentrum angeblich. Aber es ist quasi kein Einkaufszentrum, sondern ein Bürogebäude. Mit Parkhaus und so weiter. Mit dem Parkhaus bin ich reingegangen. Da draußen steht, dass das illegal ist. Das ist Zutritt für nicht parkende, für Umweltfunk, aber Umweltfunk meinen die nicht Parker. Ich hatte die Hoffnung, dass man sich eine Anzeige fertig macht. Und das ist natürlich nicht. Ich möchte eine Risiko aufzunehmen, aber auch nützlich. Auch ein Wachposten. Ich meine, ich habe von denen drinnen sitzen sehen. Also Ostengebirge, die beiden Saaraufzüge und vielleicht auch den Parkhausaufzug, falls es überhaupt auch gibt. Bis zum nächsten Video, tschüss.